Hallo und herzlich willkommen. Wir zocken heute den Thief Simulator 2D Prolog. Haben bestimmt schon viele gemacht, irgendwie so eine Scheiße, aber wir gucken uns den Prolog jetzt auch nochmal an. Bevor wir mit unserem Thief Simulator weitermachen. Neues Spiel starten. Möchtest du wirklich ein neues Spiel starten? Ja. Wir gucken uns mal den Prolog an. Mal gucken, wie der Thief Simulator 2 so wird, ne? Wird's denn gut werden? Ich denke mal schon. 2 Tage früher. Ach, du Scheiße. Überprüfe die Ansicht der Sicherheitskamera. Bedienelement H. Ablehnen, antworten. Your location has been compromised. Get out of here, now. Dein Standort ist aufgeflogen. Verschwinde dort. Interaktion, Schnellauswahl, öffnendes Inventar, Taschenlampe. Hm? Kameras überprüfen. Alter! Die wollen hier rein. Scheiße, was wollen die von mir? Okay. Die wollen mich killen, Mann. Die wollen mich, murksen. Ab. So. 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 I saw him. He's not here. Check the back garden. Mich hat niemand gesehen, ihr Schweine. Zack, weg bin ich, ihr Ratten. Lass mich rein hier. So, Madison Street. Ach du Scheiße, was wollen die von uns? Das sehen wir bestimmt am Ende des zweiten Teils, des ersten Teils. Verdammte Kacke. So. Wenn du jemals in Schwierigkeiten steckst, weißt du, wo du mich findest. Ja, wer? Wie? Was denn? Da liegt Geld auf der Bank. Wer ist das denn? Wo will der denn hin? So, verwenden. There's a camera. Bleiben Sie außerhalb der Sicht der Kameras. Ein Logo. Mach mal auf. Ich will die Bank. Wo ist die Bank, Mann? Da war Kohle. Ist da jemand drin? Nö, ich schleiche überhaupt nicht, ne? Guck mal hier. Abholen. $15. Mann, ich liebe das Geräusch von Geld. Neues Tutorial. Mikrokamera. So. Sollen wir hier nicht rein? Hab ich nicht, Schlossknacker. Geh zu 102 und finde deinen Freund. Deinen Freund, ja, aber jetzt habe ich ihn ja bestohlen. Hallo? Hier ist ein Schlüssel. Ich sehe dich. Hä? I saw you sneaking. You survived, that's good. I thought you took my warning call for a prank and went for an eternal sleep. So they got to you, huh? Well, I wouldn't expect to steal half a mil from a mafia and start a new life without an issue. They didn't get you this time, so big chance they're on their way to your family in Ohio at this very second. Since we've both done our part in this whole thing, I gotta save your ass, because if I don't, once they find you and torture you for a bit, you will probably spill some info about me. And that can't happen. I've got a place for you to crash in until the heat dies. Take whatever you want from this shed. I don't care. Then leave. I'll call you later. Die Mafia? Okay. Die Mafia. Wir haben der Mafia Geld gestohlen. Und er rettet uns jetzt den Arsch, weil wir sonst so gefoltert werden. Bis wir seinen Namen ausspucken und alles. Nimm, was du kannst und verlasse die Stadt. Okay. Halt mal. Nimm, was du kannst und verlasse die Stadt. Das ist ja gut. Brauch hier nicht leise auf, Mann, ne? Was ist das? Nee. Nee. Mann, hier muss so ein bisschen Bare drin sein irgendwo. Kann ja nicht sein. Taschenrechner, warum habe ich das jetzt hier mit dir genommen? Okay. Aber drinnen? Nee, Papiere. Ich
weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, bis die Penner kommen. Nehmen wir einfach mal ein bisschen was mit, was uns Kohle bringt, ne? $50. Oh oh. Kommt da schon jemand? Guck mal, wie schnell der ankommt mit dem Wagen da. Auf der Karte. Ah, ihr seht es gar nicht, Mann. Sag doch mal was. Da. Ja, der ist ganz schön schnell vorbeigebrettert. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob die das sind. Scheiße, ey. Geld. Wir müssen hier unbedingt nach Geld Ausschau halten. Ja. Ich glaube, das war's schon, ne? Jetzt Außenoptik? Okay. Ist auch neu, wa? Also fahren wir jetzt einfach raus hier, wa? Was, Hunde sind jetzt hier auch? Habt ihr gesehen? Da war eine Hundeanzeige. Versteck. Jeder neue Gegenstand, den du stiehlst, bringt dir 10-mal mehr Erfahrung, sobald du deine Stufe erreichst. C. This place should be safe for now. Before we deal with the whole Mafia situation, I need one thing done, okay? We'll be quick, I promise. Check the computer. Okay, wir müssen erst eine Sache in Ordnung bringen. Was denn? Was denn das hier? Versteck sieht aus wie Scheiße. Kann ich das Cutter mitnehmen? Nee. Ist hier Geld? Schmuckwerkzeug. Aha, hier haben wir wieder unser Schmuckwerkzeug. Hier ist ein Spind, um Sachen aufzubewahren. Werkzeug. Hecken. Musik. Lass nicht zu, dass dich jemand sieht, wie du kommst und gehst. Es gibt keine Häuser in der Nähe, aber gelegentlich kann es sein, dass ein Auto vorbeifährt. Ja, naja, das weiß ich doch schon aus dem ersten Teil. Aber hier kann man ein bisschen üben, denke ich mal. Okay, verrottetes Bad. Aber hier ist ein dreckiger Fernseher, hier kann ich pennen. Kameras überprüfen. Hier sind, also, okay. Gut. Dann gehen wir mal an den Computer. We will need to steal some things from some people, if we want to survive. I will clue you on my plan later. But here's steel gear. All sorts of useful tools can be bought here. Okay, wir müssen jetzt, du musst ein paar Dinge von einigen Leuten stehlen, wenn wir überleben wollen. Ich werde dir später von meinem Plan berichten, aber hier ist erstmal eine Steel Gear. Hier können alle möglichen nützlichen Werkzeuge gekauft werden. On RobTips you can buy information about houses, loot locations, security systems, tenant routines, etc. Gather all info about 102, free of charge. Also hier ist der Standard. Auf RobTips kannst du Informationen über Häuser erwerben, Beutestandorte, Sicherheitssysteme, Mieterroutinen und so weiter. Sammel kostenlos alle Informationen über die 102. Also das kennen wir aus dem ersten Teil. Check out Black Bay. You can sell items you stole through there. They sometimes offer much better prices than the pawn shop. Ja, Black Bay. More experience before we break into 103. Accept the first task and get off the PC. Okay, Black Bay ist halt das, was sie uns, wo sie uns manchmal mehr anbieten als beim Pawn Shop. So, hier sind unsere Aufgaben wieder, wie immer. So, Angriff, um Beweise zu schaffen, Fotos, zerstören steht. Oh, hier haben sie Jobkategorie, das ist ja neu. So, 102. Ein paar Dinge zerschlagen. Okay. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking. We'll need that to get into 103. Why there? I'll explain later. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. Also, you could use some help from my friend. She can carry heavy things to your car and stuff like that. Just use the phone to call her up. Sie kann schwere Sachen zu deinem Auto? Mitarbeiterin.
Die schleppt schwere Sachen zu meinem Auto? Was? Geh zu 102 und erledige die Aufgabe. Okay. Und was mit der 103 auf sich hat, das sagt er uns später. Guck mal, hier fehlt ein Sitz, ne? Gut, also Madison Street. Ganz cool eigentlich, ne? Mit der Hilfe auch zum Beispiel, dass sie, das ist 102. Das mit dem Parken ist gleich geblieben. Wie spät haben wir es? Wir haben 2 Uhr morgens. Aber mit der Außenoptik finde ich schon ein bisschen geiler. So, wir machen bis 0 Uhr. Mit der Außenoptik, mit dem Fahren ist schon irgendwie geiler. Und ein bisschen cooler gemacht, so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das im ersten Teil... Ich glaube, das geht im ersten Teil nicht, ne? So, gut. Sollen wir aussteigen? So, wir gehen mal... Alter, die Spike... Ach, das ist ein Auto. So, da ist die 102. So, okay. Alarm. Ein paar Dinge zerschlagen. Können wir jetzt da... Ich hab den Schlüssel. Alarm an einer Schublade im Schlafzimmer. Aber waren wir hier nicht drinne? War nicht laut. Das war laut. Ich hatte mal einen Burger gelassen. Was? Unter dem Haus ist ein kaputter Zaun. Wieso hat denn jetzt hier ein... Hä? Entkomme der Polizei. Kommt der jetzt in den Garten? Nee. Er guckt nur rum, ne? Der Spacken, ey. Ist nur eine? Ach denn der da? Tür auf und zu? Guckt er aus dem Fenster oder was? Da ist er. Hey Officer! Hier ist niemand. Schnapp dir den Burger und geh. Officer? Officer? So, er wird schon lässiger, also denke ich mal. Wer macht sich jetzt von dannen? Auf jeden Fall. Zack. Good, you're safe. A basic thief skill is to put together people's routines. You gotta learn that. Lerne die Fähigkeiten. Fähigkeit markieren. Fähigkeiten. Markieren. Markiere die Mieter, indem du sie direkt anschaust und ihre Routinen kennenlernst. Such die Kameras. Ja, aber... Cool mit dem Regen, ne? Dass man den so hört. Aber ich habe noch gar nicht genug Fähigkeitspunkte. Ich kann ja jetzt ein bisschen lauter sein. Hier ist ja eh keiner. Was war denn das? War das ein Stick? Taschenrechner. Hm? Radio. Field.
Geld drin? Nee. Poster. Ja. Steckt mit so einer Scheiße. Unten top. Ah, alles so schwer, ey. Direkt was Zeugen damit. Geld drin? Nö. Hinter dem Haus, Badezimmer, Fenster ist offen, Alarm an einer Schublade im Schlafzimmer, Beute. Ah, das haben wir. Hä? Verstehe ich nicht. So, was denn jetzt? Jetzt sollen wir hier hinten raus oder? Die können doch vorne rausgehen. Oder nicht? So, ich lasse einfach offen hier, zack, ist doch keine Sau da. Hey. Ja, da sitzt, ne? Hallo? I'm the thief, Mann. Nehmen wir ins Fundhaus. Gucken uns das auch mal an. Mal sehen, wie das aussieht. Mal kicken, ob der Typ wieder... Welcome. Na, war doch gut. Hey. Siehst du, ich hab Punkte. Ich habe Punkte, Leute. Markieren gelernt. Yo, was willst du denn jetzt wieder? Good. Time to find out when our friend from 103 goes on his daily shopping. Go near his house to a marked spot, preferably around 5 in the morning. Gegen 5 Uhr morgens, aha. Now hold up there, Sonny. Okay, der ist neu. So, Topf 20 Euro. 12er die Pfanne. 2x Radio. Und 60. Oh, ein Honi für Betetoaster. Und ein 10er für Taschenrechner. Gut, $597. Kulel. So, jetzt gehen wir zur 103. Zur 103. Taschendiebstahl. Alter, man kann Taschendiebstahl machen? Wie krank ist das denn? Gut, zur 103. Vorzugsweise 5 Uhr morgens. Da hinten ist die 103. Guck mal, eigentlich wäre besser, wenn wir da denn packen. Hey! $14 Reparaturkosten, so eine Scheiße! So. Und spulen! So. Einfach mal durchgeratzen, einen kompletten Tag. Kommen wir mal nicht in eine Stunde, oder? Auf zu 103. Zack, 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 zack. Okay, it seems he leaves at 7. You can always check your journal to view all hints, missions and routines. For now, you gotta learn to lockpick basic locks. If you don't have the experience, steal some more from 102. There's a test lock in your hideout I want you to try out. Nee, aber wo waren diese Notizding? 103. Außerhalb des Hauses. Nur außerhalb des Hauses, okay. Was macht denn der Arsch da? Er ist um 7 außerhalb des Hauses. Wir pennen bis 7, dann ist er weg. Die Ratte, die. Ich denke mal, wir brauchen das mit den Schlössern nicht lernen, weil das können wir noch aus dem Vorteil. Ich denke nicht, dass das irgendwie jetzt groß anders ist. So. Schnell, jumpy, jumpy, bumpy. So, guck mal, er verpisst sich. In der Zeit, wo er da... Kann ich nicht rüber? Scheiße hier. Ach, guck mal hier. Ist. Ich Kletterhandschuhe? Nein! Jo,
102, verdammte Kacke. Lerne Schlösser knacken, Stufe 1. Mann! Und kaufe dir ein einfaches Einbrecherset. Verdammt nochmal. Okay, wir müssen hier weg. Einfaches Einbrecherset und Schlösser knacken, Stufe 1. Was ist denn das für ein Dreck jetzt hier? Komm ich jetzt hier raus? Einfach quer rüber, wa? Da kann ich nichts. Wunderbar. Scheiße, Mann. So, Versteck. Schlösser knacken, Stufe 1. Einbrecher-Set erstmal. Okay. So, einfach nur okay. Können wir das jetzt schon lernen? Nein, ne? Schlösser knacken. Erforderlich Stufe 3. Okay, wir holen aber trotzdem. Ey, wo ist denn... Hier drüben gewesen? Ja. Wo ist mein Einbrecher-Set, sag ich dir? Ist dir hier? Einbrechers. Erforderliche Schloss knacken. Mikrokammer, Fernglas, ATM-Riegel. Okay, okay. Haben wir hier noch Aufträge? Nee. Wir müssen zu der 102. Wieso denn schon wieder? Jetzt müssen wir wieder 102 wieder Stuff klauen. Hunde haben ein viel besseres Hör- und Sehvermögen als Menschen. Also vermeide es besser, dich in ihrer Nähe aufzuhalten. Die beste Vorgehensweise ist es, das Tier mit einem Leckerbissen wegzulocken. Frank oder was? Haben die hier Tiere eingebaut? Die gibt's ja überhaupt nicht. So, wir pennen. Das ist Ense. Ense. Was ist denn da mit der Hütte eigentlich? Gespeichert. Achso, ich habe mich schon gerade gewundert. Oha, der kann nicht mehr? Ja, was soll das hier, ne? Jetzt komme ich hier rein, ich kann locker, lässig. Nehme ich schon wieder den Schlüssel. Hört. Hier waren 50 Dollar drin. Der Buggy, weil er die jedes Mal darin liegt. Also gut für mich, aber scheiße halt. Hier oben war noch ein Radio drin. Mhm. Die Schüssel lasse ich diesmal ganz. Der Toaster hat viel gebracht. Also ein Fuffi auch nochmal. Bringt das hier. Bringt 10 XP. 20 Dollar. Die Pfanne, 12 Dollar, ist auch irgendwie Schrott, ne? Was war denn mit dem Taschenmesser? 5 Dollar, ey. Kannst mir aber mal den Bugel runterrutschen. Waren 15 Dollar drin irgendwo? Hier. Tischleuchte. Wecker. Wert, keine Ahnung, keine Ahnung. Leuchter, Topf, Vase. Na gut. Scheint es erstmal gewesen zu sein hier. Was ist denn hier mit dem Zaun eigentlich? Achso, den muss man kloppen, ne? No. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder weg, ne? Der kann nicht mehr. So, erstmal wieder abhauen, um die Punkte einzukassieren. Lada, 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 da, da, da. Zack. Handhaus. Wir werden diesen Scheiß da wieder verkaufen, natürlich gleich. Was sollen wir den Dreck behalten? Aber oh, eine Dicket S.
Wieso B, du Penne? Aber wir haben's fast. Hallo? Ja, ja, quatschen hier brauchen. 20, 15, 20, 15, 30. Gesucht bei Black Bay. Hirschlöcher 40. Wir gehen zu Black Bay. Das bringt uns auch Punkte, den Scheiß zu verkaufen. So, zack, nach Hause. Versteckt, Black Bay, verkaufen den Dreck. Da können wir fast zwei Folgen draus machen, bestimmt aus dem Prolog. Wer weiß, was da noch kommt. So, auf jeden Fall ist es nicht schlecht, also mir gefällt es gut. Black Bay, Küche, so, was ist denn wo? Hier unten, hä? Wieso Artikel fehlt? Ich hab doch den... Ach, die beiden zusammen, oder was? Ja, Toaster habe ich. Ja, ist das ein Fuckdreck. Da fehlt uns Toaster und Mixer. Das hätte man aber auch... Ja, mal schnell, den verkaufe ich, den Dreck-Toaster da. Du lad schneller, Keule. Ewigzeit. Well. So, er sagt wenigstens mal was anderes, ne? Der Penner da. Nicht immer welcome. So, was ist denn mit dieser 101? Die sieht sehr verlockend aus hier. Aber ich komme nirgendwo rein, ne? Weil ich keine Schlösser knacken kann, kein gar nichts. So. Kann man da irgend... Er speichert wieder. Residenz im Prolog nicht verfügbar. Ach, ha. Kicke mal, na, guck, und den mit dem... Hier machst du dann mal einen Kick und, ne? Was ist denn hier eigentlich? Ach, guck mal, einer. Hier lag nämlich auch Geld. So. Dann müssen wir hier uns erstmal zurechtstehlen. Was zu stehlen hier gibt. Nochmal der Toaster, ne? Weil die verpackt hier. Ich geb mal Toaster wieder. Haben wir denn hier noch? Haben wir nicht irgendwas Wertvolles? Pfanne? Okay, Mixer hier? Wer ist denn Ditte? Achso, er von nebenan. Schon reicht, Leute. Ich glaube, das reicht, ne? Wir können schon wieder zurück und schnell die Punkte einsacken, Stufe lernen. Jo. Fahr jetzt hier einfach querfeld ein, hier ist ja scheiße, ja, raus hier. Brandhaus, abgeben. Polizeipatrouillen. Wenn die Polizei zu oft angerufen wird und du es schaffst, ihnen zu... Sonderpunkte. Jo, wir haben jetzt die Fähigkeit hier, zack, lernen. Ruft er doch gleich an, wa? Ne, wir brauchen jetzt Schlüssel. Halt die Klappe. Gesucht bei Black Bay. Gesucht bei Black Bay? Der kann weg. Hase gesucht. Leuchter kann weg. Bratpfanne gesucht. Toaster gesucht. Tischleuchte. Das ist alles gesucht, Mann. Wir müssen eh nach Hause. In unser Versteck. Wir müssen uns dieses Einbrecher-Set kaufen. Und dann können wir nochmal schnell bei Black Bay gucken, was da abgeht. So, Lerngewohnheiten. Zack. 6:15 Uhr. So. Black Bay, Küche. Das haben wir. Bratpfanne, Teekanne.
75 Dollar. Mixer, ja, fehlt, da fehlt, ja. Fehlt, Messerhalter. Creek Wine? Robert Wine. Okay, Elektronik. Sonstiges. Vase, okay, das können wir, Steel Gear. Jetzt können wir uns die einfache Einbrecher-Set kaufen. Haben wir. So, ich pack erstmal die Scheiße, die wir hier noch haben. Den Wein, Vase, Topf, Toaster. Schlüssel habe ich jetzt mittlerweile dreimal von dem Dreckladen. Schlüssel zum Hintertor, Brechstange. Das behalte ich jetzt mal lieber. So, jetzt machen wir kurz mal hier knacki-knacki. So. Easy, wie immer. Time to get it on. Break into 103 and find the parcel code. Dude had a delivery that might help us solve our mafia issue. Have some faith, get it done. One more thing. If you run out of lockpicks, you don't have to run back home. Just use Quick Buy on your phone. All the parcel codes are also stored on it. Good luck. Ah, das haben sie auch erneut. Also erstmal müssen wir den Paketcode rausfinden von der 103 da. Der wird unser Mafia-Problem lösen. Warum? Und wir haben jetzt Quick... Quick-Dings hier. Aber wie? Wo? Ach, guck mal einer an. Paketcode Quick Buy. Einfach Einbrecher-Set. Ist ja geil. Hier ist auch die Schrulle. Mitarbeiter einladen. Kamera. Ey, hier gibt es aber eine Menge geile Sachen, ne? Paketcode. So, gut. Also. Das war Thief Simulator 2, der Prolog. Dann kommt ja doch noch eine Folge. Ich hätte jetzt gedacht, das ziehen wir in einer Folge. Aber es war ganz geil. Also, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr ja, also, ach, ich sag scheiße, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe euch unterhalten. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Ciao.